Eine kleine Information vorweg, in jedem zweiten Video von diesem Let's Play werde ich an irgendeiner beliebigen Zeitstelle ein Buchstaben oder eine Zahl sagen und der Erste, der mir diese unterm letzten Video vom Let's Play runterschreibt in der richtigen Reihenfolge, gewinnt eine Paysafe-Karte im Wert von 15 Euro. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ein gestrandetes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal wieder Biomutant und in der letzten Folge hatte ich den Erzähler ausgemacht und ich denke, das werden wir wohl jetzt mal wieder anschalten, denn es ist ziemlich schwer, den Text so schnell und schön betont vorzulesen, weil der verschwindet wirklich sehr, sehr schnell. Und jetzt, wo der Erzähler wieder da ist, können wir auch in einen Dialog gehen. Yeah! Achso, einfach aussteigen. Es geht auch nichts über die eigenen Beine. Na gut. Dann hallo Gizmo. Reden. Er sagt, das sind genug Squibs, um die Krallkrankanone des Mektons mit unendlicher Munition zu versorgen. Gute Arbeit. Kann sich der Mekton durch Glibber fortbewegen? Das ist nicht seine sauberste Erfindung, aber es wird reichen. Saug damit die glibbrigen Ölpfützen auf, damit der Mekton passieren kann. Gizmo hat schon früher an Fahrzeugen für den Kampf gegen den Jumbo-Knoll gewerkelt, doch alle schlugen fehl. Dieses Mal ist es aber anders. Der Mekton wird stark genug für diese Aufgabe sein. Okay. Scheint so, als würden wir jetzt kämpfen. Dem Weltenfresser muss jetzt Einhalt geboten werden. Ansonsten ist der Schaden am Weltenbaum nicht mehr zu beheben. Vor deinem Kampf mit dem Knäuel bleibt noch Zeit, um den Mekton zu verbessern. In der Todeszone gibt es mehr Wrackkisten mit Ausrüstung. Du kannst den Mekton damit selbst ausstatten. Selbst ausstatten? Sicher erinnerst du dich noch an seine Lektion in Wiederaufarbeitung. Du solltest den Metallkram am Mekton selbst anbringen können. Gizmo möchte dir gerne helfen. Das wär's fürs Erste. Ihr werdet euch wiedersehen. Gut. Der westliche Weltenfresser, den werden wir jetzt bekämpfen. Und deswegen steige ich jetzt in den Mekton ein. Und wir machen uns auf den Weg zu diesem Monster, was dann natürlich den Urbaum bedroht. Und das Ganze zeige ich euch jetzt in einem lustigen Zeitraffer. Okay, wir sind jetzt hier beim offiziellen Jumbo-Knäuel-Kampfplatz angekommen. Wir müssen jetzt nur noch da rein. Da vorne ist er auch schon. Die Tür geht praktischerweise automatisch auf. Und da ist er, der Jumbo-Knäuel. Der erste richtige Bosskampf in dem Spiel. Mal gucken, wie wir uns so machen werden. Das ist ein Jumbo-Knäuel mit gewaltigem Appetit. Ja. Ich denke, wenn wir hier... der macht gut Schaden. Der macht gut Schaden. Man sollte auf gar keinen Fall von dem getroffen werden. Oh oh.
Weg, weg, weg. Ich muss nachladen. So. Wir haben noch nicht mal das erste Lebenskästchen weg. Der hat auf jeden Fall sehr viel mehr Leben als alle anderen Monster, gegen die wir schon gespielt haben. Okay, scheinbar ist der erste Lebensbalken weg. Das ging schnell, wenn die anderen auch so einfach sind. Dann wird das wirklich ein sehr einfacher Kampf. Aber jetzt geht er erstmal auf eine sehr hohe Position. Au. Und schmeißt mit Stein. Au. Das finde ich jetzt aber gar nicht fair. Was sollen wir denn da machen? Oh, oh. Es kommt. Raufhauen, raufhauen. Oh ne, warte, es ist noch nicht angreifbar. Was? Wir haben irgendwas abgefeuert, was ihn kurz aufgehalten hat von seiner Saugattacke. Was können wir denn jetzt hier machen? Wir können irgendwas mit seiner Zunge machen. Das hat ihm sehr gut Schaden gemacht. Jetzt haben wir das erste Lebensbalken weg. Den Balken. Zeit für eine elektrisierende Vorstellung. Oh oh. Er macht irgendwas mit Elektrizität. Das gefällt mir gar nicht. Aua. Wir haben auch nur noch 3 von diesen komischen Biestern, die wir ihm in den Mund schießen können. Immer ausweichen, das ist wichtig. Immer in Bewegung bleiben. Sonst hat man ja echt verloren. Aua. Oh Gott. Kurz nochmal etwas zu heilen nehmen. Wir haben auch nicht mehr ganz so viel. Aber er hat noch auf jeden Fall sehr viele Leben. Nachladen. Und weiter draufhauen. Oh Gott, was ist das für ein Bosskampf? Der ist echt stark. Was passiert jetzt? Und wir stehen direkt daneben. Okay, er geht wieder oben auf seine Wurzel rauf und schmeißt jetzt wahrscheinlich gleich wieder seine Steine auf uns. Bewegen, bewegen. Und kurz mal nachladen. Ne, nachladen ist eine schlechte Idee. Oh Gott. Wir haben nichts mehr zu heilen. Das muss ich mir auf jeden Fall aufheben. Nein, nicht aufheben. Nehmen. Was? Er hat uns so gut getroffen. Das war's, glaube ich, gleich. Was müssen wir da reinschießen nochmal? Rein damit. Oh Gott. Seine Zunge. Jetzt. Jetzt wird Schaden gemacht. Jetzt Schaden, Schaden, Schaden. Gut, sehr gut Schaden. Und gleich haben wir das zweite Lebenskästchen weg. Sehr gut. Oh Gott. Bis tief in den Bauch hinein. Was? Und mit einem Haps bist du im Mund und auf dem Weg in den Darm. Achtung, gleich ist Endstation. Beweg dich schnell nach oben. Sonst musst du mit dem Hinterausgang Vorlieb nehmen. Wie sollen wir... Achso. Hier können wir rausrennen. Wow. Aber wo? Was für eine riesige Mickrigmade. Ob die wohl alle so groß sind? Bin ich tot? Sieh dich an. Nee, bin raus. Wer hätte damit gerechnet? Tja, der einzige Weg voraus führt wieder hinten rein. Was? Sind wir tot? Wir sind tot. Wir wurden einfach zerquetscht. Achtung, gleich ist Endstation. Ja, was sollen wir denn hier machen? Beweg dich schnell nach oben, sonst musst du mit dem Hinterausgang Vorlieb nehmen. Schnell rennen. Auf die inneren Werte kommt es an. Das ist sein Herz. Diese fleischige Geschwulst. Gegen das Herz können wir richtig viel Schaden machen. Immer schwächer. Du weißt, was zu tun ist. Oh Gott, er hat uns wieder zurückgerülpst. Schnell. Hinterher. Wir sind jetzt hier wirklich in ihm drinne und müssen jetzt ganz schnell sein Herz zerstören. Lad nach und schieß drauf. Nein. Alles noch einmal nach unten befördert. Jetzt aber schnell. Und zack, zack, zack. Wir müssen in den Gang hier rein. So, jetzt. Jetzt machen wir sein Herz den Gar aus. Oh, oh. Nochmal diese komische Made, aber das ist uns jetzt egal, denn wir zerstören sein Herz. Oh Gott. Kann der Tag noch besser werden? Weltenfresser besiegt. Ziehen wir den jetzt einfach so mit? Nee. Ach so, irgendwelche... Ach so, ist das der... Hä, ist das auch ein Mektron? Haben wir jetzt einen neuen? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Aber die Wurzel erholt sich jetzt. Das heißt, wir haben der Welt schon mal einen großen Dienst erwiesen.
Er dankt dir, dass du den ersten Weltenfresser erledigt hast. Das ist ein Anfang. Du solltest zu Steinalt gehen und alles über die Maschine herausfinden, die er Arche nennt. Auch wenn Steinalt deinen Absichten misstraut, verlässt er sich auf deine Hilfe. Der Sifu ist sich sicher, dass er dir sagen wird, was du wissen musst. Er schätzt, mittlerweile weißt du, wo du Steinalt findest. Er war schon immer am Fuß des Baumes und daran hat sich nichts geändert. Okay, wir haben den ersten Boss besiegt. Fehlen nur noch scheinbar, drei. Die werden wir auch irgendwann mal besiegen. Aber das natürlich nicht in dieser Folge, sondern in einer späteren Folge. Wir haben noch ein bisschen Zeit in dieser Folge. Die ist noch nicht ganz vorbei. Oh Gott, ist das hier alles kaputt? Hier ist so eine Autobahn. Kann ich irgendwo gucken, wo wir ungefähr sind? Wir sind jetzt da. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier schon mal waren. Ich glaube nicht. Können wir jetzt... Ach, das kann hier nicht. Aber unsere Ziege können wir herrufen. Im Sattel eines Reittiers als dahinter. Der Buba. Knarfe. Oh nein. Mit dem legen wir uns nicht an. Nein, 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 nein. Nicht nochmal sterben, diese Folge. Einmal hat eindeutig gereicht. Hier haben wir wieder so ein Ding. Was war das nochmal? Hallo? Kann ich hier nochmal irgendwas machen? Nicht? Na gut, dann nicht. Dann reiten wir weiter auf unserer Ziege. Kann ich wirklich nicht meinen Roboter herbeirufen? Nee, komisch. Aber die Ziege ist auch nicht gerade schlecht. Die ist auch schnell genug. Oh, warte, ist das ein Händler? Interagieren. Ich möchte unbedingt, dass du einen Blick auf die Waren wirfst. Ich möchte handeln. Hofft, dass du auch was anzubieten hast. Neue Ware wird immer gern gesehen. So, was können wir hier machen? Wir können hier Sachen kaufen und verkaufen. Nee, aber bis jetzt brauchen wir ja alle unsere Sachen noch, ne? Wir haben eigentlich nichts im Überfluss. Heilung haben wir auch kein bisschen mehr. Da müssen wir wirklich aufpassen. Wir haben nur immer noch unseren coolen Bumerang, der auch zum Glück unendlich Munition hat. Der muss nicht mal nachladen. Was ist das jetzt schon wieder? Wer seid ihr denn? Ach komm, gegen euch kämpfe ich kurz nochmal hier. Ihr habt sowieso keine Chance, wenn ich auf meiner Ziege sitze. Wo war denn der Bumerang gerade abgeblieben? Der war echt lang weg. Aua. Oder hat er mich getroffen? Nee, da hat er mich nicht mal getroffen. Komm. Ja, diese Burschen, die gefallen mir nicht. Die sind echt stark. Was passiert, wenn ich absteige? Dann sterbe ich höchstwahrscheinlich. Deswegen mache ich das nicht. Sondern bleib schön auf meiner Ziege sitzen und befeuer den mit meinem Bumerang weiter, bis er weg ist. Einen haben wir. Fehlen noch zwei. Aua, das hat jetzt aber echt wehgetan. Wir sind alle Level 11. Das ist höchstwahrscheinlich sehr stark. Komm schon. Gleich haben wir ihn. Ja, geschafft. Sogar einen Verbesserungspunkt erhalten. Stufe 8. Hat also doch ein bisschen was gebracht, dass wir jetzt noch gegen die gekämpft haben. Aber ich würde sagen... Halt dich einfach gut fest und lass nicht los. Damit ist die Folge dann auch schon wieder zu Ende. Hä? Ach so, das muss ich von der Ziege aus machen, oder was? Komisch, verstehe ich nicht, werde ich nie wahrscheinlich verstehen. Aber danke fürs Zuschauen, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir dann mit Steinalt sprechen. Das mag kein Schrottlager ist. Denkt nur an all die Dinge, die fortgeworfen wurden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.